Grundschule Neislingen. Heute gehen wir in den Zirkus. Endlich, ich habe mich schon so lange gefreut. Gleich fängt die Vorführung an. Die Kapelle spielt. Direktor begrüßt uns alle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Voller Freude präsentieren wir euch heute die große Halloween-Show. Seid ihr bereit? Ja! Dann plötzlich ging das Licht im Zuschauerraum langsam aus. Man hörte einen Trommelwirbel. Alle Scheinwerfer leuchteten in die Manege direkt auf den Zirkusdirektor. Der Zirkusdirektor nahm seinen Zylinderhut vom Kopf und zog ein weißes Kaninchen aus dem Hut heraus. Aber was ist denn das? Das Häschen strampelte und quiekte. Und in dem Moment, als der Zirkusdirektor das Häschen losließ, da hoppelte es so schnell wie möglich davon. Weg war es, einfach weg. Es lief und lief. Erst als es gar nichts mehr konnte, blieb es stehen und atmete durch. Hey Häschen, geht es dir gut? Warum bist du weggelaufen? Unser richtiger Zirkusdirektor ist verschwunden. Auf einmal war er weg. Und wer war dieser Zirkusdirektor eben in der Vorstellung? Ach, das war unser scheußlicher Stallbursche. Ein ganz schrecklicher Geselle. Er quält uns Tiere immer. Habt ihr gesehen, wie furchtbar fest er mich eben an den Ohren gezogen hat? Ich suche nun unseren richtigen Zirkusdirektor. Da hoppelte das Häschen weiter. Mal hierhin, mal dorthin. Es verirrte sich im Wald, dann fand es wieder heraus. Einmal quer über ein Feld, dann im Zickzack zurück. Bis es irgendwann vor einem großen, düsteren Schloss stehen blieb. Zirkusdirektor vielleicht dort ist. Das Häschen betrat das Gruselschloss. Es zitterte, es fürchtete sich so sehr. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Plötzlich klapperte es ganz laut. Eine Ritterrüstung fiel krachend zu Boden. Du
kommst aus dem Zirkus? Wo ist denn der Zirkus? Schon so lange war ich nicht mehr in einem Zirkus. Das Häschen stand in einer Ecke, zitternd und bebte und traute sich kein Pieps mehr von sich zu geben. Huhu! Bevor ich ein Geist wurde, da war ich ein Löwenbändiger in einem Zirkus. Oh, wie sehr ich den Zirkus vermisse. Ein Löwenbändiger? Ja, ein echter Löwenbändiger. Aber was machst du denn, kleines Häschen, hier in meinem Gruselschloss? Ich suche unseren Zirkusdirektor. Er ist verschwunden und nun suche ich ihn überall. Darf ich dir beim Suchen helfen? Das würdest du tun. Wenn ich dann auch euren Zirkus sehen darf? Aber natürlich. Und weil der Geist unbedingt sofort den Zirkus sehen wollte, da gingen die beiden zurück zum Zirkus. Einmal quer über das Feld, einmal zickzack zurück. Sie verirrten sich im Wald, dann fanden sie wieder heraus. Sie gingen mal hierhin und mal dorthin, bis sie irgendwann vor dem Zirkuszelt standen. Wie wundervoll, ein richtiges Zirkuszelt. Nach so langer Zeit darf ich endlich wieder einmal einen richtigen Zirkus besuchen. Schnell, verstecke dich. Da hinten kommt jemand. Und kaum hatten sich das Häschen und der Geist hinter einem Gebüsch versteckt, da kam der Stallbursche, der das Zirkusdirektorkostüm noch immer anhatte, aus einer Geheimtür in einer Felswand heraus. Schau mal, das ist der falsche Zirkusdirektor. Das ist unser Stallbursche. Aber wo kommt der denn her? Aus den Felsen? Der falsche Zirkusdirektor versucht mit Ästen und Blättern den Eingang zur Geheimtür wieder abzudecken. Dann eilt er zurück in seinen Zirkuswagen. Bestimmt hat er dort unseren richtigen Zirkusdirektor versteckt. Kommst du mit mir mit? Alleine traue ich mich nicht. Natürlich begleite ich dich. Sie räumten den Eingang zu der Geheimtüre frei und gingen hinein. Gruseliger als dein Schloss. Keine Angst, ich sehe auch im Dunkeln ganz gut. Ich nehme dich auf den Arm, mein Freund. Ich bringe dich ganz sicher ans andere Ende dieses Tunnels. Und genauso machten es die beiden Freunde. Der Geist trug das ängstliche Häschen durch den unterirdischen Gang. Am anderen Ende starten sie. Nicht schlecht. Wir sind im Kellerverlies meiner Gruselburg. Der unterirdische Tunnel hat uns geradewegs zurück zum Schloss geführt. In einem kleinen Verlies fanden sie auch den echten Zirkusdirektor. Bitte helft mir, der Stallbursche hat mich gefangen genommen und er hat mich angekettet. Aber wie können wir dich von diesen Ketten befreien? Der Stallbursche trägt den Schlüssel an einer Kette um seinen Hals. Und so machten sich Geist und Häschen schnurstracks auf, um den Schlüssel zu erobern. Wieder gingen sie durch den unterirdischen Gang. Am Zirkuswagen des Stallburschen angekommen, da hörten sie schon lautes Geschnarche. Die beiden schlichen sich in den Zirkuswagen. Da, die Kette mit dem Schlüssel. Er trägt sie um den Hals. Psst, nicht so laut. Hier ist eine Schere.
Ich schneide die Kette mit der Schere durch. Doch genau in dem Augenblick, als der Geist die Kette durchschneiden wollte, da schnarchte der Stallbursche so laut, auf dass die Wände wackelten. Aber der Geist lässt sich nicht einmal durch den lautesten Schnarcher der Welt erschrecken und so schnitt er ganz ruhig die Kette in zwei. Ich habe es geschafft. Ich habe den Schlüssel. Schnell hier raus. Ja, befreien wir den Zirkusdirektor. Gesagt, getan. Schnell befreiten die beiden den Zirkusdirektor. Ich danke euch beiden tausendmal. Ihr habt mich gerettet. Aber was machen wir jetzt mit dem Stallburschen? Oh, ich hätte da eine ganz wunderbare Idee. Vielleicht will er ja mal ein wahren Poltergeist zu Besuch haben. An diesem Abend polterte es ganz entsetzlich durch den Zirkuswagen des Stallburschen. Und dieses Mal hatte es nichts mit Geschnarche zu tun. Irgendwann riss der Stallbursche die Tür des Zirkuswagens auf und lief schreiend davon. Ein Geist, zu Hilfe, ein Gespenst, rette sich, wer kann, rette sich, wer kann. Und dann war er weg. Er rannte weit weg und kam nie wieder zurück in den Zirkus. Der Poltergeist mit Aber bekam den Zirkuswagen des Stallburschen und durfte darin leben. Darf ich wirklich bei euch bleiben? Natürlich. Bitte bleib bei uns. Wir brauchen dich doch für die große Halloween-Show. Bist du dabei? Ja. Den Tag standen alle drei wieder in der Manege und begeisterten das Publikum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren! Liebe Kinder, voller Freude präsentieren wir euch heute die große Halloween-Show. Seid ihr bereit? Ja! Dann plötzlich ging das Licht im Zuschauerraum langsam aus. Man hörte einen Trommelwirbel. Der Geist stand ganz aufgeregt hinter dem Vorhang und freute sich sehr. Alle Scheinwerfer leuchteten in die Manege, direkt auf den Zirkusdirektor. Der Zirkusdirektor nahm seinen Zylinderhut vom Kopf und zog ein weißes Kaninchen aus dem Hut heraus. Juhu!